Gut, einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Gäste. Ich freue mich, dass das Publikum hier so zahlreich da ist. Alle Plätze voll, sogar am Boden. Respekt. Ich hoffe, Sie sitzen bequem. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Bernhard Köck. Ich bin 62 Jahre jung, habe drei Kinder. Also Vater von drei Kindern, die alle schon ziemlich flügge sind, und habe die Ehre, heute über dieses Thema transzendentale Meditation zu sprechen. Ich mache das selber seit 41 Jahren und lehre das jetzt über 39 Jahre. Bin da ziemlich viel in der Weltgeschichte herumgereist, war sehr viel in Asien 35 Mal. Und habe mit diesem Thema sehr viel Erfahrung. Sie können mich alles fragen, auch hinterher, wenn Sie wollen. Denn 45 Minuten ist eigentlich nicht sehr viel, um über dieses Thema zu sprechen. Aber ich gratuliere Ihnen, dass Sie da sind. Denn Sie sind eigentlich die Hoffnung. Die Hoffnung deshalb, weil aus meiner Sicht die Leute, die sich für Meditation, Yoga oder sogar Spiritualität wirklich interessieren, die Welt mehr verändern könnten als die, die sich ständig streiten, ob das in der Politik ist oder in der Wirtschaft oder anderswo. Weil der Einzelne, der sein Bewusstsein verändert, einen viel größeren Einfluss hat, als man glaubt. Und das ist das Schöne, weil die ganze Welt, die wir erleben, hängt ja eigentlich davon ab, wie ich wahrnehme, was da in meinem Gehirn vor sich geht. Es gibt diese objektive Welt da draußen nicht. Schon gar nicht, was Sie in der Zeitung oder von den Medien her mitbekommen. Sie müssen jeden Tag Ihre eigene Realität selbst in Ihrem Bewusstsein aufbauen. Und Sie müssen sich dessen bewusst sein, wie Sie ticken, wie Sie innerlich fühlen, das strahlt raus. Sie können gar nicht aufhören, das auszusenden, was Sie sind. Das heißt, ob es Ihre schlechte Laune oder Ihre gute Laune ist, wir senden das immer. Auch wenn Sie schweigen. Auch wenn Sie nur dastehen oder da sitzen. Wir senden immer das aus, was wir innerlich erfahren. Und deshalb, wenn Sie das, was Sie innerlich erfahren, auf ein höheres, glücklicheres, zufriedeneres Ordnungsniveau heben könnten, dann wäre das die Sache überhaupt. So, jetzt, transzendentale Meditation ist etwas, das können Sie ganz alleine machen, das können Sie in der Gruppe machen, Sie können das im Flugzeug machen, Sie können das im Schneidersitz machen, bequem am Stuhl angelehnt. Sie können das eigentlich fast überall machen, selbst auf dem Marienplatz in München. Es ist schön, das in Ruhe zu machen, bei einer Kerzenflamme mit Räucherstäbchen. Sie können es aber auch im Neonlicht praktizieren. Also das ist sehr pflegeleicht, aber so einfach das klingt, transzendentale Meditation hat einen ganz schönen Tiefgang. Darum heißt es auch transzendental. Was man hier lernt bei der transzendentalen Meditation, die von einem Mann in den Westen gebracht worden ist, der unter dem Namen Maharishi Mahesh Yogi bekannt wurde, ein sehr großer Meister, wo die Beatles in den 60er Jahren schon damals nach Indien gereist sind. Und in der Folge damals in den 60er, 70er und 80er Jahren gab es eine richtige Meditationswelle. Viele von den Leuten, die früher bei den Blumenkindern waren oder Drogen genommen hatte, hatten LSD und alles mögliche, was man damals so geschluckt hat. Die sind damals auf TM, auf transzendentale Meditation umgestiegen, weil man erkannt hat, dass man auch durch Meditation höhere Bewusstseinszustände erreichen kann.